Hallo und herzlich willkommen zu Moon Talk Zockt. Kamera geht sofort an. Ein bisschen schöne lizenzfreie Musik am Laufen. Weil wir ja nicht gleich im ersten Stream schon einen auf den Deckel kriegen. Hallo, hallo zusammen. Wir werden heute mal ein Experiment starten. Das nennt sich Twitch. Ja, ja, ich habe das jetzt mal ein bisschen eingerichtet. Sagt mir doch mal Bescheid, wenn es zu leise oder zu laut ist alles. Muss ja noch so ein bisschen ran rumfeilen, aber wollen wir mal das Beste hoffen. So, jetzt sollte alles klappen. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen. Moon Talk Zockt heute mal in ja, interessanter Besetzung, nämlich nur ich, me, myself and I. Und ich werde jetzt ein bisschen spielen. Wir werden jetzt das Moon Talk Zockt ja, von YouTube wegnehmen. Also zumindest das, was ich vorhab. Und werde ein bisschen bei Twitch streamen. Und da werde ich ein bisschen was spielen, wo ich immer so Bock drauf habe. Und wo wir so nebenbei natürlich auch ja, ein bisschen über Wrestling quatschen können. Also wenn ihr irgendwas über Wrestling habt, dann schreibt das gerne in den Chat. Ja, könnt ihr gerne Fragen zu Wrestling stellen, was ich gerade gucke, was ich gerade gut finde, was ich gerade schlecht finde. WWE kriege ich so beiläufig mit. Ja, die AEW kriege ich auch so nebenbei mit. Und NXT schaue ich momentan. Ja, sonst so ein bisschen Twitter und so weiter schaue ich halt auch. Aber wollen wir doch mal mit dem beginnen, wozu wir heute hier sind, nämlich wir ein bisschen zocken. Ja, und ich habe da ein Spiel, was ich schon länger auf der Liste habe, was ich, wo ich immer wieder reinschaue, ist nie das optimalste Game, aber ja, da kann ich ganz gut mit leben. Es macht mir immer noch Spaß. Daher eigentlich alles gut. Muss nur gucken, wie gut mein Rechner mit allem klarkommt, mit Streaming und Game. Das werden wir gleich feststellen. Auch mal gucken, wie laut das Game gleich ist. Ah, da hören wir schon. Gucken, ob er das Spiel findet. Na, Twitch? Oder besser gesagt, StreamYard, willst du wohl das Spiel finden? Technische Probleme mal wieder. Ja, ich weiß. Ihr hört es genau wie ich das Spiel. Aber wie wir sehen, sehen wir nix. I love it. Gucken wir doch mal, ob ich das manuell ansteuern kann. Wir mal. Machen wir es so. Fertig. So. Geht doch. Dynasty Warriors 9. Warum er das jetzt nicht erkannt hat, keine Ahnung. Streamlabs. Buh. Ja. So. Ist hoffentlich nicht zu laut. Ich drehe es mal noch ein bisschen runter. Reicht, wenn ihr ein bisschen hört, ne? Wer diese Spiele nicht kennt, es ist ein Muso-Game. Das heißt, hier ist quasi 1 gegen 1000. Hier prügelt man sich. Und prügelt man sich und prügelt man sich. Ich bin leider schon, das Spiel habe ich schon länger, also schon lange, das jetzt vor 2 Tagen wieder entdeckt. Und dachte, das bietet sich ganz gut an, ein bisschen zu zocken. Und ein bisschen, ja, zu quatschen. Und ich hoffe, das seht ihr genauso. Gucken wir uns mal die Story an. Synchro ist mittelgut, aber by drawing Guan Yu out
and defeating him, Cao Cao aimed to disrupt the fragile balance between the three kingdoms. All else had been to ensure the success of the campaign against Guan Yu. And to do so, he enlisted the aid of Sun Quan, who had long desired the return of Jing Province. Ja, wir werden jetzt diesen gerade gesehenen Guan Yu spielen. Ja, den, wie gesagt, der ist schon mitten in seiner Story. Und hier sehen wir Regen. Ja, wunderbarster Regen. Ja, die Steuerung ist eigentlich recht simpel. Beziehungsweise, ja, es ist quasi hier in diesem Spiel ein bisschen versucht worden, es komplexer zu gestalten. Also ich spiele mit Xbox Pad. Und man hat leichte... Früher war es so leichte Schläge auf X, starke Schläge auf Y. Das ist hier ein bisschen anders. Man hat jetzt hier so eine Art Flow-Attack. Also man kann das so ein bisschen kombinieren. Also ich kann hier quasi eine unendliche, versuchen eine möglichst unendliche Kombi zu halten. Ich kann auch RB, also R1 gedrückt halten. Und dann mache ich hier, wie ihr seht, Spezialangriffe. Die kann ich dann auch mit allen vier Tasten machen. Dann habe ich auf B einen Muso, das ist ein Special, das ist der gelbe Balken, der unten leuchtet. Den, ja, der füllt sich, wenn man kämpft. Ich bin quasi Guan Yu, der auch als Kriegsgott, ja, benannt wird sozusagen in China oder als Kriegsgott gilt. Ja, einer der größten Krieger von dieser Fraktion. Es gibt hier eigentlich drei große Fraktionen, ja, Wei, Wu und Shu. Das hier ist grün, das ist Shu. Es gibt dann noch Wei, das sind die Blauen. Und dann gibt es noch Wu, das sind die Roten. Später gibt es dann noch Jin, die sind dann hellblau. Ja, das sind die Nachfolger von Wei. Die übernehmen das so ein bisschen. Und ja, laufe ich ein bisschen in die Gegend. Das Spiel, ja, ruckelt leider ein bisschen. Das liegt leider am Spiel. Das liegt, ist leider nur so mittelgut ja, programmiert. Wenn es leider nicht so viel Spaß machen würde. Das ist es halt, weil es ist hier wirklich... entspannt auf die Mappe hauen. K.O. hauen natürlich. Keine brutalen Sachen, die hier passieren. Und jetzt muss ich hier den Weg reinfinden. Da geht's rein. Ich mal nach links gucke, nicht wundern. Ich habe da den Chat. Falls jemand von euch Fragen zu Wrestling hat, zu Dynasty Warriors oder sonstiges, gerne in den Chat hauen. Und jetzt kommt eine Szene. Master Zhuge Liang has entrusted me with this plan to attack Fan Castle. He wants us to make use of the river flowing nearby. The recent rains have raised the water level of the river to the east of the castle. Trust Master Zhuge Liang to notice that and incorporate it into his plan. There is a levee along the upstream reaches of the river. If we can secure the area and break the levee, we should be able to flood the castle. So, we all just need to attack the levee. I'm ready. But I'm sure the enemies notice the river levels up as well. They'll probably be anticipating an attack on the levee. If we just go charging in wildly, won't we run the risk of taking damage ourselves? In that case, why don't we divide our forces in two? Send one unit to the levee and the other to attack the castle. The unit attacking the castle will attract the enemy's attention, which should ensure the levee's defenses are thinner. Yes, we will use Guan Xing's plan. I want all of you to show me what you're capable of. Die Charaktere, die da stehen, sind alles die Kinder von Guan Yu, außer er jetzt hier, der redet. My children have grown up well nonetheless. For a parent, there can be no greater joy. Da freut er sich. It is time for us to seize Ban Castle. With our courage and skill, we will bring Master Zhuge Liang's plan to fruition. Ja, also Plan für diejenigen, die es jetzt gerade nicht mitbekommen haben. Plan ist: Wir werden jetzt die Burg, die wir einnehmen wollen, werden wir jetzt mal eben entspannt mit einem Wasserangriff, beziehungsweise werden einen Staudamm kaputt machen
um die Burg zu fluten, um diese einzunehmen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Jetzt holen wir mal hier mein Pferd. Zack. Ist nicht das Pferd, was dieser Charakter eigentlich hat. Der hat ein besonderes Pferd. Das ist ein rothaariges Pferd. Das heißt Red Hair. Er ist auch in dieser Sage sozusagen ein berühmtes Pferd. Oder in dieser Geschichte insgesamt. Diese Geschichte von... die hier passiert, ist ja Romance of the Three Kingdoms. Da gibt es halt vier Bücher zu. Die sozusagen eine... Ja, es ist eine Novelle. Also es sind auf wahren Begebenheiten nur etwas netter ausgeschmückt. So. Kann man es, glaube ich, sagen. So, jetzt sieht man, dass ich hier einen Feuerpfeil abkriege. Sehr gut. Jetzt kommt hier die erste Mission, die ich machen soll. Kurz dazu. Ich zeige euch mal die Karte. Dann seht ihr schon, es ist wirklich Open World. Ich habe schon gespielt bisher mit 1, 2, 3 Charakteren. 2 Charaktere. Ich habe mit dem Anführer von Wei, Cao Cao, mit dem habe ich schon mal durchgespielt als allererstes. Dann habe ich mit Dong Zhuo gespielt, jetzt mit Guan Yu. Das hat damit zu tun, danach muss ich noch mit einem weiteren Charakter spielen. Und dann schalte ich halt das beste Pferd im Spiel frei. Zumindest hoffe ich das, weil das sind alle die irgendwie mit diesem Pferd zu tun hatten. Und jetzt seht ihr hier bei diesem Battle gibt es verschiedene Missionen. So, ich kann hier alle Missionen machen. Das habe ich mit meinem ersten Charakter immer gemacht. Dann ist der auch immer Level 99. Muss aber nicht zwingend sein, denn ich brauche eigentlich nur die machen, die diese andersfarbene Schriftrolle habt, wenn ihr das mal seht. Ja, es gibt ja die weißen und die etwas so gelblichen, goldenen. Die sind quasi auf den Charakter zugeschnitten. Das heißt, wenn ich das mit diesem Charakter mache, dann passiert was Besonderes und dann gibt es besondere, Zwischenszenen oder Dialoge. Das werde ich jetzt auch machen. Also ich werde jetzt erstmal hier Cao Xiu besiegen. Danach werde ich Xiang Yang einnehmen. Dann werde ich nicht zum Fan Castle, sondern ich werde hier quasi mich außenrum begeben und Wu Gang noch einnehmen, ja. Damit ich quasi von ihm hier alles Mögliche mitbekomme. So, und jetzt läuft es gerade sehr langsam leider. Das ist das Spiel. Das Interessante ist, ich kann die Grafik auf das Niedrigste stellen. Es läuft genauso langsam, als wenn ich die Grafik aufs Höchste stelle. Frag mich nicht warum. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und jetzt seht ihr hier, außer dass ich jetzt den Pfeil abkriege. Komm, ich stehe auf. Da brennt er jetzt. Wie ihr seht, da kann man jetzt schöne Kombis hier zaubern. Und wenn das Y leuchtet, kann man direkt zuschlagen. Dann ist es ein Finishing Attack. Da ist er besiegt. Bisschen Gold bekommen. Gold brauche ich jetzt nicht so. Ich habe noch 840.000. Ja, ihr seht hier auf unten habe ich auch noch einen Bogen. Ja, jeder Charakter hat hier einen Bogen. Brauche ich aber nicht. Also selten hier den Bogen gebraucht in dem Spiel bisher. Ich habe jetzt ungefähr 60 Stunden auch schon im Spiel drin. Ne? Aber wie ihr seht, 60 Stunden und das ist jetzt der dritte Charakter von, glaube ich, über 80, 81. Viele Leute, die dieses Spiel ja mögen, werden, oder die Serie mögen, werden sagen, der 9. Teil war nicht gut. Ich stimme auch zu, das ist nicht der beste Teil. Aber ich finde, er ist optisch halt am besten. Und hier sind die Stories halt auch recht lang. Also hat man hier lange mit einem Charakter. In manchen anderen ist es halt so, dass man ja ziemlich immer die gleichen Stories durchlebt. Weil man einfach irgendwie einen Charakter nimmt, der zu der Zeit noch gar nicht existierte. Man ihn aber nimmt, um irgendwie spielen zu können. Das ist hier ein bisschen anders. Hier ist das immer so, die kommen genau zu der Zeit, wann sie auch auftauchen sollen. Das heißt, Guan Yu... Ich spiele es schon zu der Zeit, wo er auch aktiv war. Ist jetzt nicht so, dass er eigentlich hätte, ja, tot sein sollen. So, jetzt nehmen wir uns dieses Castle hier ein. Ne? Xiang Xiang. Da wartet der nächste Named-Gegner. Also der eine, einen Namen über sich hat. Ihr müsst euch auch nicht wundern, ich habe hier schon... Deswegen, ich habe so viele Spielstunden, weil ich mit dem Charakter, mit dem Cao Cao schon alle möglichen Sachen gesammelt habe. Um schon mal für viele Charaktere die Waffen
die Waffenpläne freizuschalten. Die Waffen muss ich noch kaufen. Aber ich habe schon viel vorbereitet, auch gerade an Materialien. So, und jetzt geht's weiter. Und jetzt wird weitergeprügelt. Und so läuft quasi hier Dynasty Warriors. Boom. Ja, da ist die Kamera jetzt ein bisschen daneben. Das Einzige, was hier schade ist, in alten Teilen war es halt, dass ich das nicht Open World war, alles sehr gestreckt oder sehr gestaucht. Man hatte viel mehr das Gefühl, dass man sich an hunderten Gegnern abarbeitet. Es ist interessanter, wenn man hier Belagerung macht. Ja, das ist ein bisschen interessanter. Boom. Au. Ah! Yujin. Hier der junge Herr, der mich jetzt gerade verprügelt. Au. So, einmal kontern bitte. Prügeln wir mal hier ein bisschen in den Stand rein, den Kollegen. Und boom. Das war's. So, jetzt haben wir das auch eingenommen. Und ich habe einen Gem bekommen. Mal gucken, was ich gekriegt habe. Elemental Attack Damage. Mhm. Counter Damage. Mhm. Speed. Nehmen wir erstmal mit. Noch ein Gem. Hat der zwei gedroppt? Ja. Aber der ist nicht so gut. Haut er jetzt ab, der Assault Captain, oder muss ich noch umhauen? Also flüchten die Einheiten immer. So, jetzt seht ihr die Levelanzeige, wie schwierig das wird. Geht zurück. Ich kriege noch EXP dazu. Und ich reite jetzt dahin. Kann ich die. Das Ding ist, man könnte auch. Also ich könnte jetzt quasi direkt mich teleportieren. Ist ein bisschen blöd. Also das macht das Spiel auch, aber ich will eigentlich... Jetzt habe ich Muso gedrückt. Na egal. So, da habe ich jetzt Elephant Hide Gloves. Ja, die brauche ich jetzt nicht zwingend. Ups. So, ja, und jetzt reiten wir hier entspannt zum nächsten Ziel. Schauen wir mal. Ich habe auch genau, markiert ist es. Da muss ich jetzt als nächstes hin. Weil das gibt halt einen nochmal Vorteile, wenn man jetzt hier Fun Castle gleich einnehmen möchte. Da erwartet nämlich Zhao Ren. Das ist quasi der Verteidigungsexperte der blauen Fraktion. Ne? Also von Wei. Hab schon fast den falschen Namen gesagt. Hier eigentlich größter Kritikpunkt eigentlich an dem Spiel. Man reitet und reitet und reitet. Ja, und reitet und reitet. Also Open World hat der Dynasty Warriors Serie nicht zwingend gut getan. Was wir aber jetzt gleich machen werden. Ich kann es auch einfach ignorieren, aber ich werde trotzdem gleich die ganzen Sachen, die auf dem Weg liegen, wie jetzt hier diesen Erkundungsstein, werde ich einnehmen. Und alle möglichen alle möglichen Zwischenpunkte, die es gibt, werde ich auch einnehmen. Ja, also hier links gibt es gleich noch eine. Ist noch Gegner, da blinkt es. Da gehen wir jetzt mal hin. Die kriegen von mir jetzt nämlich auch nochmal Besuch. Ups. Ja, nu, wo ist denn der Captain? Hä? Muss doch irgendwo der Assault Captain sein. Hä, wo ist der Assault Captain? Hä? Wo bist du, Assault Captain? Da! Da ist er. Oder Base Captain. Kein Assault, das ist ein Base Captain. Ist egal. So, der ist schon mal weg. Pferd kommt zu mir. Ja, das Pferd kommt nicht raus. Warum ist das respawned?
Da ist es. So. Das ist außerdem eigentlich das Pferd vom Anführer der Wei-Fraktion von Cao Cao. So, Base Supplies. Hui, und da ist noch ein Turm, den werde ich mir jetzt auch mal holen, weil damit kann ich Karte erkunden. Den hätte ich ganz gerne. Gibt auch Erfahrungspunkte. Ich habe auch so drei Lieblingscharaktere eigentlich in der Serie, die aber hier im neunten Teil wurden die ganzen Waffen. Ja, Waffen. Stile auch angepasst. Das heißt, mehrere Leute haben jetzt den gleichen Waffenstil. Ist ein bisschen schade, weil die alten Serien oder die alten Teile waren dafür bekannt, außer glaube ich der sechste, dass die Leute unterschiedliche Waffen hatten. Ja, also man hatte irgendwie über 70 Charaktere und jeder hat eine andere Kampfart. Nicht jede war gut, aber es gab andere zumindest. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. So, wie ihr seht, jetzt ist der schwarze Fleck da weg. Ja, jetzt habe ich hier auch schon mal eine ganze Menge erkundet. Jetzt fehlen hier nur noch der Turm. Ah, da komme ich fast dran vorbei. Muss ich mal gleich gucken, ob ich die mitnehme, wenn ich eh was Wasser muss. Und jetzt den Turm hier unten mitnehme und den Erkundungsstein. Dann habe ich hier fast die Mittelebene fertig. Also das, irgendwann wollte ich nochmal die Karte komplett erkunden. Aber ihr seht, das ist halt auch... Also hier oben ist Ende. Ich bin hier oben mal bis zum Ende geritten. Hier ist Feierabend. Fun Fact noch, hier oben ist ein Teil der chinesischen Mauer. Ja, da sieht man es hier, ist so dunkel drin. Ne? Da ist ein Teil der chinesischen Mauer, da bin ich auch schon lang geritten. Die ist aber hier zu Ende. Ja, so. Genau, also Wei ist eigentlich, wie man sieht genau, also wo Wei war. Wei war eigentlich hier oben alles mit Kämpfen und hier unten ein bisschen runtergekommen, so, ja. Das war hier aber eigentlich, das ist das Gebiet von Wei und noch ein bisschen weiter im Norden. Shu ist eigentlich hier unten, dieses Gebiet. Aber ich glaube, mit Guan Yu komme ich hier unten gar nicht mehr hin nach Nanzhong. Das ist eine spätere Kampagne. Und hier ist dann eher die Seite von Wu. Ja, da müsste ich dann auch nochmal irgendwann mit einem spielen. Aber nicht momentan. Ah ja, Fallschaden gibt es nicht in diesem Spiel. Wie so vieles, was man vielleicht von modernen Spielen kennt. So, dann schauen wir noch mal. Dupti-dupti-du. Da haben wir den nächsten Wegpunkt. Den werde ich auch gleich mal einnehmen. Waffe zücken. Wäre sinnvoll. Ich habe das, also man kann es das einstellen, dass der automatisch die Waffe zückt. Ich habe das aber ausgemacht. Weil der manchmal auch die Waffe zückt, wenn er so ganz kleinen Gegnern vorbeikommt. Also das ist nicht, oder wenn ich jetzt an so Wölfen vorbeireite oder so Banditen. Die ich, so, die ich jetzt nicht angreifen würde, zieht er trotzdem die Waffe. So. Nehmen wir hier noch die Ressource mit. Klick. So. Weiter geht's. Spiel gibt's nicht auf Deutsch. Keine deutschen Texte. Also gar nichts. Die englische Synchro ist leider nicht so gut wie vorher, weil die aufgenommen wurde. Als gerade gleichzeitig... der Streik war der ganzen Synchronsprecher. Das hat er auch hier vorne nicht halt gemacht. Oh, hier, das nehmen wir mit. Hier ist noch ein schönes Feld mit Ressourcen. Ja, da haben sich andere geholt. Die leider, wenn man die Serie schon länger verfolgt, dann natürlich nicht so klingen wie vorher. Ist eigentlich sehr schade. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den ich einnehmen werde. So. Auch das ist eingenommen. Also, wie gesagt, es ist ein sehr plumpes Spiel, deswegen habe ich es ausgewählt. Kann man nämlich ganz gut nebenbei reden, als wenn man jetzt so ein story-heaviges Spiel hat, wo man dauernd zuhören muss und hier überall Kleinigkeiten passieren. Ist dann schwierig, ein bisschen was zu erzählen. Ja. Was spiele ich sonst noch? Eigentlich quer durch, alles Mögliche. Bin da sehr flexibel. Also eigentlich alles außer Shooter. Ich bin kein Shooter-Spieler.
Liegt einfach dran, weil ich einfach grottenschlecht im Shootern bin. Ich muss einfach sagen, wie es ist. Ich bin kein guter Shooter-Spieler. Und ich spiele auch nicht gerne Multiplayer. Das hat immer bei mir so ein PTSD, so ein dieser reine Erfolgsdruck, der dahinter steckt. Und der kostet mich mal meistens, oder kostet mir immer die Matches, weil ich dann immer zu gestresst bin. Deswegen spiele ich das eigentlich auch nicht gerne. Ja, ich nehme den Turm im Süden noch mit. Das will ich jetzt eigentlich noch haben. Kann ich hier auch noch die wegklatschen. Alles 4 Erfahrungspunkte. Und den Basecap ja auch noch kaputt. Falls ihr jemanden kennt, der das hier vielleicht sehen wollte und es nicht geschafft hat, ich glaube, der Stream bleibt 2 Wochen auf Twitch, bevor der gelöscht wird. Irgendwie so meine ich es das. Hier rechts ist schon der Turm. Nein, doch noch ein bisschen weiter nach da. Ja, dieses Geräusch, dieses doch recht laute Geräusch ist einfach das Pferd teilweise. Dieses, das hier kommt, wenn ich versuche schneller zu reiten. So, da ist der Turm. Den nehmen wir mal mit. Und einmal die Gegend erkunden. Ihr seht, es regnet immer noch. Passt halt zum Szenario. Ich will ja die Burg fluten. Da ist nichts besser als Regen. So, da ist ja schon mal ein ganzes Stück freigelegt worden. Das ist schon mal schön. Dann brauche ich aber nicht mehr nach Norden zu dem Punkt reiten. Nee, den lasse ich weg. Hier habe ich jetzt schon mal eine ganze Menge erkundet. Das hier ist halt einfach so, das muss man dann einfach mal händisch abreiten. Ist dann so. Hier oben ist... Ah, hier oben ist noch ein kleines Dorf. Und da ist auch noch ein Watchtower. Perfekt, dann nehmen wir die auch noch mit. Da ist das Pferd. Und weiter geht's. Jetzt seht ihr, was ich quasi alles erkunde. Das ist ganz gut, wenn ich Materialien brauche. Kann ich über die Karte mir anzeigen lassen, wo die Materialien zu finden sind. So, das waren Banditen. Da war ein bisschen mal kurz durchgeritten. Da ist mein Pferd hochgelevelt. Ihr seht schon Level 75. Den habe ich halt schon für Guan Yu genutzt und für Dong Zhou. Ich zeige euch gleich, wer Dong Zhou ist und wer Cao Cao ist, die ich schon durchgespielt habe, dass ihr das mal seht. Da sieht man nicht auch, welches Level die schon haben. So. Schauen wir doch mal. Wir das hier auch noch einnehmen. So. Ich will hier auf meinem Kontrollmonitor mal gucken. Was sind denn hier noch? Da sind noch welche. Jetzt zeige ich euch mal den Special, den der hier hat. Au! Blöden Bogenschützen. Also der Special ist, dreht sich jetzt die ganze Zeit, solange wie ich B drücke oder der Balken noch nicht leer ist. Und wenn ich loslasse oder der Balken leer ist, dann gibt es einmal Feuer für alle und dann ist auch Feierabend hier. So. Ist jetzt auch mein Stützpunkt. Weiter Richtung, ja, passt. Richtung Norden. So, und weiter geht's. Nächster Base Captain. Ja, ich befürchte, das läuft nicht ganz so schnell, wie ich es mir wünsche. Ist aber auch, wie gesagt, ist ein Test heute. Das wird beim nächsten Mal dann besser. Wir schauen mal, wie das Ganze so funktioniert.
Da war der Turm, den nehmen wir noch eben mit. Ich kann den Turm auch normal... Kann ich den nicht normal hochklettern? Ah ne, muss die Waffe wegstecken, genau. So könnte ich den auch hochklettern. Ich habe jetzt immer meinen Greifhaken genutzt. Ihr seht, das dauert viel länger als mit dem Greifhaken. So, und die nächste Arena. Oder das nächste Gebiet, besser gesagt. Area. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch echt ganz gut aus. Das können wir erstmal so weitermachen. Dann nehmen wir uns auch das hier. Kann gleich hier mit dem Muso rein, mal ein bisschen aufräumen. Sollte eigentlich schon reichen. Boom! So. Gleich eingenommen, den Kollegen hier. Auch unser. Damit können wir jetzt... war hier noch was? Ist hier noch was auf der Karte? Ne, das hier ist ja komplett noch ein kleines Dorf. Da kann man das Dorf auch noch befreien. Aber das hier wird auch umkämpft. Das hier mal befreien. Ja, ihr seht, also es geht mehr Richtung ein bisschen sogar ins Lila. Früher waren die von Way blau, jetzt sind die so ein bisschen auch ins Lila, gehen die auch ein bisschen ins Lila. Das hat einfach damit zu tun, glaube ich, weil die andere Fraktion dann hellblau wurde, die Nachfolgefraktion. So, wo haben wir jetzt hier noch Offiziere? Da ist noch einer. Der ist auch schon mal weg. Gucken wir hier nochmal. Da ist noch einer. Ah, komm schon. So, der ist auch weg. Und die flüchten alle. Perfekt. Damit habe ich hier auch alles eingenommen. Und hier haben wir noch was, das wir einnehmen können. Sehr gut. Diese Bogenschützen, ne? Ah, diese Bogenschützen. Mein Gott! Ist ja nervig. Nervt das. Muss man eben hier aufräumen. So. Treffen leider sehr gut, die Bogenschützen. Mein Gott, ich bin auch zu groß. Ich meine, guck mal, wie groß die normalen Charaktere sind und wie groß meiner ist. Ich bin quasi einen Kopf größer als der Rest. Oder? Das sind alles Midgets hier. Alles kleine Gegner. Nein, ich bin einfach, das passt überhaupt nicht. So, Capture an Important Base. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich eine wichtige Basis hier noch eingenommen. Sodass nochmal der Level hierzu sinkt. Dann wollen wir mal hier gucken, was hier gibt. Ah, das Gate einnehmen, okay. Ja, das kriegen wir ganz schnell hin, indem wir jetzt einfach hier mal reingehen und das aufräumen. So. Sollte eigentlich schon reichen. Jetzt haben wir den schon mal besiegt. Der hat sich jetzt zurückgezogen. Wird sich jetzt zurückziehen. So, das war das. Und jetzt seht ihr da wieder... Battle of Fun Castle geht es auf 59 runter. Ich kriege noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Das ist eingenommen. Und jetzt kann ich entspannt hintenrum zu Fun Castle reiten.
Muss ich nicht auch Pang D eigentlich umhauen? Entschuldigung, weil ich gerade den Namen Pang D lese. Ich dachte eigentlich, Pang D, der ist da mit in der Schlacht. Hm, gucken wir mal. Ah! Das Elephant heißt Claws to be crafted, okay. Habe ich das nicht gerade schon bekommen? Naja. Also ich muss meinen Marker wegnehmen. So. Weiter geht's. Schön jetzt hier mit der Spiegelung. Recht schick. Ja, ich muss mal gucken. Also ich habe das Gefühl, es ruckelt doch sehr. Vielleicht werde ich jetzt hier mal gleich... Wie lange sind wir jetzt dabei? 40 Minuten. Ich schaue mir das hinterher nochmal in der Aufnahme an, wie das aussieht. Ob das jetzt wirklich langsam läuft oder weil ich jetzt hier so viele Fenster auf habe. Ich hoffe nicht. Ja, das Dumme ist, sie sagen jedes Mal das gleiche, wenn man denn die was einnehmen. So, und das war der. Da ist noch einer. Ich habe jetzt auch für ihn nicht die stärkste Waffe, sondern er hat die Waffe, die er eigentlich auch. Es gibt mehrere Waffen. Und er hat seinen Green Dragon, ja. Normalerweise könnte ich ihm hier auch noch eine bessere Waffe geben. Den Goldly Dragon. Der hat 432 statt 216 Angriff, also das Doppelte. Aber das ist halt irgendwie nicht seine Waffe, ja. Seine Waffe ist eigentlich der hier, also der Green Dragon. Gibt es die Waffe auch nochmal in Blau, das ist für einen anderen Charakter. Wie gesagt, es teilen sich ja welche. Dann gibt es noch Goldly Dragon. Die ist halt auch grün, aber eigentlich ist seine Waffe, die er bis jetzt immer hatte, als Special Waffe, die man sonst freischalten kann, der Green Dragon. Deswegen... Ha. Deswegen nehme ich die auf. So, da ist die nächste Important Base. Ja, ich glaube, Bang, den capture ich mir noch. Ich dachte mal, dass der durch Guan Yu besiegt wird. Ist vielleicht anders in der Vergangenheit. In Erinnerung! Lass ich dann doch Pang D in Ruhe. Ja, weiß ich auch nicht. Also gut, dann war es nicht Guan Yu. Dann muss jemand anders Pang D besiegt haben. Wüsste jetzt auch nicht wer, aber gut. Schauen wir mal. Ich sehe meine Waffe leicht rot pulsieren. Das liegt daran, dass ich da gerade doppelten Schaden drauf hatte. Was ich jetzt gleich nicht mehr habe. Und hier sind Gegner. Eine ganze Menge Gegner. Ist hier eine Basis? Anscheinend wohl. Na, gucken wir mal. Und tschüss. So. So, damit weiche ich aus. Hier ist noch irgendwo ein Base Captain. Was? Ach, da. Musik mag ich ja auch immer sehr gerne in dem Spiel. Der läuft schon weg. Boom! So,
war der falsche. Ich hätte den Base-Captain angreifen müssen. So, auch die Basis eingenommen. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz was googeln. Jetzt will ich mal eben was wissen. Der wirklich, wurde der wirklich nicht von Guan Yu besiegt? Ich muss mal eben gucken. Ja, gut. Also scheinbar doch. Dann werde ich doch mal nach Norden reiten und mir Pangdev schnappen. Eigentlich wurde er nämlich... Naja, wurde zu Guan Yu gebracht. Also ja. Da ist Pangdev. Den räumen wir mal eben weg. Oh, der lebt sogar noch. Der großen. So, gibt's nicht. So, der auch weg. Noch jemand vielleicht? So. Noch jemanden? Wir haben doch Pangdev besiegt. Das war's. Gut. Noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Auf nach Fun Castle. So. Auf nach Pang. Auf Kao Ren kümmern. So, jetzt geht das auf Seite 52 runter. Es geht jetzt immer weiter runter. Und ich kriege immer mehr Erfahrung dazu. Deswegen lohnt es sich eigentlich, diese Nebenmission zu machen. Kann auch alle machen. Aber ich, ja, war da irgendwann nicht mehr begeistert, alle zu machen. Joa. Ne? Ist hier offen? Ah, hier ist sogar offen. Ach, sogar unser schon. Okay. Nee, nicht ganz. Ist nicht unser? Ja, dann muss ich mir das mal eben noch einnehmen hier. Kann das denn nicht unser sein? Wie gesagt, spielmäßig wird das hier ja auch mal variieren. Also ich würde jetzt nicht 10-mal Dynasty Warrior spielen. Ich will mal gucken, was ich als nächstes noch so auspacke. Ich überlege vielleicht Everspace 2 mal anzutesten. Ist zwar noch im Early Access, aber ist jetzt viel Gutes gehört. Ja, komm. Zieh ich da mal eben hoch. Ich will mal eben gucken, was hier hinten so geht. Ist noch ein Relief Captain. So, das war der Relief Captain. Was ist denn jetzt hier noch was? Da oben. Defense Captain. Der wird es wahrscheinlich sein, weil es ist ja hier deren Burg. Der war es auch nicht. Ich muss den hier noch kaputt machen. Für diese Burg einnehmen.
So, das war das. Ups, ja. Physik ist hier auch nicht so die Stärke des Spiels. Leider. Hier ist noch was zum Einnehmen. Ja, ich versuche jetzt schon wirklich ein bisschen hier die Mission zu machen für ihn, dass er noch ordentlich ein Level kriegt. Ich sah den Pfeil schon aus von Weitem. So. Oh. Oh, ich bin zu groß. Mich trifft alles. Da sind die Base Captains. Oh Gott sei Dank. So, eingenommen. Auf nach Süden, nächste einnehmen. Komm her. Zack. Ist ja richtig voll hier, ey. Richtig was los. Da ist das nächste. Also ihr seht, man kann sich hier ziemlich lange dran aufhalten, bis man vorankommt. Wenn man dann auch nebenbei loszieht. Aua. Aua, aua, aua. Erkunden, aua. Mein Gott. Was? Blöden Bow-Captains hier. So. Hui. So. Einer ist hier noch. Da ist noch ein Assault Captain. Da ist noch ein Base Captain. Nehmen wir den Base Captain. Assault Captain auch noch. Oh, dann nehmen wir den Captain auch noch. So. Haben wir die auch eingenommen? Das hier ist umkämpft. Auch das nehmen wir noch ein. Ihr seht, wir kommen näher. Hier ist, glaube ich, noch ein Stein, den ich gar nicht habe. Kann das sein? So, jetzt seht ihr hier meine Engineers. Da seht ihr gegnerischen Engineers. Die bauen jetzt alle ganz fleißig Türme. Ne? Der baut jetzt die Abwehrtürme. Rechts der Bogenschütze. Da kommt jetzt gleich ganz fies Bogen. Und da ist unsere Ramme. Die wird gerade schon angegriffen. Die muss ich mal eben retten. Jetzt kommen wir gleich nicht wirklich vernünftig rein. Wollen ja in das schön belagerte Belagerung mal versuchen, ein bisschen vernünftig auszu... Aua. Jetzt können wir erstmal hier um die Archer cappen. Weniger von den Pfeilen abbekommt. Das noch... Aua. Hallo. Ausweichen. Ein bisschen. Was macht eigentlich unsere Ramme? Warum bleibt die hier stehen? Da sieht ja auch wieder ein neuer Engineer jetzt hingekommen. So ein bisschen jetzt sich vorkämpfen hier. Ja, Feuer!
noch ein Engineer. Oh, da ist Cao Ren. Den muss ich eigentlich umhauen. Komm her. Komm her. Kleiner Mensch. Au. Oh, es brennt. Er hält aber ganz schön gut aus, wie dieser zu sein, Soldaten. Bisschen auf den einprügeln. Und tschüss. Feierabend. So. So, nächste Szene. Ach, guck mal, da sind die beiden ja wieder. Da ist es geflutet. Und die nächste Szene. Report. General Pan De has been taken by Guan Yu's forces. How dare they do that to the general? General, now is the time for us to attack. We must save General Pan De and then link up with him to defeat Guan Yu. Guan Yu! For my surrender. What are... If possible, I would ask you to guarantee the lives of all my men as well. I understand. I promise, in the name of my oath brother, the great Liu Bei. Why, General, have you lost your mind? In the military, the orders of your superiors are not to be questioned. I will accept no protest. What kind of person are you? Gather the units and line them up. Even when surrendering, discipline will be enforced. Guan Yu has secured Fan Castle. You all fought well. I am delighted to see what you have achieved. I'm just happy I was able to help you out in any way, Father. But I still can't believe just how powerfully the water swept into the castle. With that amount of water rushing in, even the most stoutly defended castle would be ruined. The Wei troops must have been terribly demoralized. But even then, they didn't hand over the castle. They're seriously tough. I guess that just shows how vital this castle was to Wei. It might have just been my imagination, but... What is it, Zhou Zong? If you have any concerns, let them be known. Well, did it seem to anyone else like the enemy forces were waiting for something during the battle? Reinforcements, perhaps, or maybe something else altogether.
convey reinforcements. I see. As Guan Suo says, Than Castle was a key base for Wei. They will probably exert every effort to reclaim it. But we have expended vast resources in terms of soldiers and supplies just to secure the castle. We will need to take some time to regroup before we can face any fresh Wei onslaught. Ja, das war die Übernahme von Than Castle. Base of Xu Cheng was just within reach. However, Guan Yu harbored a hint of anxiety. His acceptance of Eugene's surrender caused him to believe something was amiss. It turned out his fears would become reality. Numerous dark clouds began to gather around the God of War. It just isn't enough. Supplies? If that is what you are after, remember that I used to be a bandit. I'll go get what we need from those Wu fools. Accepting those who surrendered into our midst was not the most profitable thing we could have done. But anything else would go against my code as a warrior and go against my brother's compassion. It is all up to me. Who will forge brother's path to rule if I don't press forward? I must fulfill our vow from the Peach Garden. Only then will his compassion spread across the land. My dragon will dispel these dark clouds. Ja, genau. Nicht so. Nice try, Guan Yu. Deswegen habe ich Guan Yu, habe ich das jetzt heute gewählt, das zu spielen, denn das war letzte Mission mit Guan Yu. Der stirbt nämlich bei der Verteidigung des Castles und man spielt hier immer nur so lange, wie die Charaktere leben. Das heißt, jetzt würde mein Charakter ja sterben, also ist Feierabend. Man spielt quasi seine Niederlagen nicht. In anderen Spielen war es immer so, das war auch total dumm, da hat man die Mission noch gespielt, wo man verliert, hat die aber gewonnen und dann hat man verloren. Ist das eigentlich hier viel schöner gelöst, finde ich. Und sowas hat quasi jeder Charakter. Unterschiedlich lang zwar, aber jeder Charakter hat sowas. So, wir. Yay, Books of Muso. So, jetzt zeige ich euch mal. Also ich habe hier mit Cao Cao, da seht ihr auch diese Linien, die durchgehen. Das heißt, die, soweit habe ich schon gespielt, der ist auch schon Level 100. Also den habe ich wirklich komplett durchgezogen. Ja, hier seht ihr auch mal. Und hier kann ich quasi mit jedem Offizier so, ja, den ganzen Weg runterlaufen. Es gibt irgendwie 13 Kapitel. Bei, Wei, wie gesagt, hört das irgendwann auf. Aber ihr seht, es sind eine Menge Offiziere. Es sind eine Menge Offiziere. Zum Beispiel hier Pang De. Ja, der ist quasi nur hier. Der macht nur dieses Kapitel quasi. Ja, das ist das Kapitel, wo er jetzt gerade... ich ihn gerade besiegt habe. Genau, von Wu seht ihr, habe ich noch keinen gespielt. Da muss ich mal gucken. Genau, hier seht ihr auch wieder zwei Reihen mit Charakteren. Also super viel. Es gibt super viel zu tun im Spiel. Hier ist Guan Yu und der geht auch bis sogar 9 runter. Ja, also geht sogar länger als der als Cao Cao. Ja, das ist... dann habe ich hier noch Jin. Wie gesagt, die fangen hier später an, wie ihr seht. Die sind dann am Ende mit dabei. Dann habe ich hier noch Other. Da seht ihr, habe ich Dong Zhuo schon gespielt. Der ist aber gar nicht so hoch. Der ist Level 25. Genau, zwei Kapitel. Als nächstes spiele ich hier mit Lubu.
Ja. Stärkster, größter, bösester Krieger von allen. Ja, und hier habe ich noch 4 Charaktere runtergeladen. Hua Xiong. Der macht aber auch nicht lange. Ich glaube, der ist 2 Kapitel dabei. Die sind alle nicht so lange dabei hier eigentlich. Sie vielleicht noch. Keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Sie ist neu. Das sind eigentlich alles hier neue Charaktere. Kommt auch jedes Spiel kommen neue Charaktere dazu. Also es gibt einige, die kennt man. Und dann gibt es einige komplett neue, die dazu kommen. Die man nicht zwingend kennt. Ne? Also ich muss mal gucken, wer hier neu war. Ich glaube hier der hier zum Beispiel, der Yu Jin gerade, der war neu. Xun Yu ist neu. Xun Yu ist neu. Ja, ich weiß nicht, wie ich die unterschiedlich aussprechen soll. Was ist denn unter Xun Yu und Xun Yu? Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Aber die sind auch alle neu. Ihr seht auch an den Waffen, wie gesagt, einiges wiederholt sich dann auch. Na, Wu werde ich irgendwann später spielen. Ich zeige euch eben noch meine Lieblingscharaktere. Bei Wei ist es dieser hier, Xiao Dun. Den habe ich aber nicht gewählt, weil ich wusste, dass... ich wollte erst Cao Cao nehmen. Als Anführer quasi. Aber Xiao Dun nehme ich auch. Weil der ist nämlich maßgeblich da auch zubeteiligt, dass Guan Yu, quasi der Kopf von Guan Yu zu Cao Cao gebracht wird. Hier bei denen ist es Zhou Tai. Der hier. Sehr cooler Dude. Genau, der ist aber auch recht lange dabei. Also hier bei Wu müsste man Sun Quan nehmen. Der ist auch sehr, sehr lange dabei. Ich glaube, der müsste bestimmt bis hier auch bis 10 oder 11 runtergehen. Ja, bei Shu, weiß gar nicht, wann kommt denn Sugi Yang dazu? Ach, er ist hier, Kapitel 5. Der ist auch sehr lange noch recht lange dabei. Mein Lieblingscharakter ist aber hier Wei Yan. Ich finde den optisch irgendwie ziemlich cool. Hat so ein bisschen was von einem Wrestler. Ist der Rey Mysterio sozusagen. Ja, von denen hier, die sind glaube ich erst seit Dynasty Warrior 7 dabei. Bei der Fraktion habe ich noch nicht so wirklich einen. Das Problem ist, sie sind halt, haben immer nur so wenig Missionen hier am Ende. Ja. Dieser Wen Yang, der hatte bei Dynasty Warriors 8 noch einen ziemlich coolen Kampf- oder Angriffskombi. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe hier mit diesen Charakteren noch nicht so viel befasst, weil das Problem ist, in den späteren Schlachten kämpfen die auch immer nur hier gegen Shu noch weiter. Und gegen Wu später gar nicht mehr. Deswegen ist es sehr, ja, sehr, sehr langweilig nach hinten hin. Und es gibt halt auch wenig Charaktere. Es kommen halt immer mehr Charaktere also immer wenn neue Charaktere dazukommen, sind die immer hier aus den Early Years. Oder aus den Early, Kampagnen. Und aus den hinteren Kampagnen kommen selten welche dazu. Und das macht es halt ein bisschen schwierig. Weil so kriegt man halt noch wenig Missionen nach hinten hin. Ne? Ja. Aber das wäre jetzt erstmal soweit von Dynasty Warriors 9. Für heute. Ich habe ja gesagt, ich mache 1 bis 2 Stunden. Wir haben jetzt eine Stunde rum. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Ich gucke mir jetzt erstmal das Video an, wie das von der Quali gewesen ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und beim nächsten Mal dann gerne mehr oder natürlich ein anderes Spiel. Ist ja nicht so, als ob ich keine anderen Spiele habe. Daher schauen wir dann mal. Und ich würde sagen, viel Spaß noch mit allem, was ihr schaut. Ja, kein Hate draußen beim Wrestling. Versucht, wenn euch etwas nicht gefällt, es vielleicht nicht zwingend weiterzugucken. Oder sucht euch das, was euch Freude macht vom Wrestling. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!